Das ist jetzt ein Schlag. Stell dir ein bisschen schneller. Thank you.
Also hier oben noch? Nein. Warte mal. Ja, ich warte mal. Ja. Ja, zwei. Ich bin fettig hier. Boah, schade. Ich werde sehen, was sauber ist. Raus kriegen. Ach, ja. Schenk doch einfach raus. Zwei Blubsack nach. So ich heiße Christoph Gillis und bin Pressesprecher der Polizei Köln. Die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs nach den Krawallen am vergangenen Sonntag eingeleitet. Wir haben bei der Polizei Köln eine über 30-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Strafverfolgung zu gewährleisten. Teil von deren Arbeit sind die Maßnahmen des heutigen Tages. Das heißt, hier wird der Tatort aufgenommen. Es ist erfahrungsgemäß nicht auszuschließen, dass anlässlich von solchen Ausschreitungen Täter, die aus einer Gruppe heraus operieren, sich anschließend ihrer Tatwerkzeuge in einem Gewässer entledigen. Wir suchen also hier seitens der Tauchergruppe nach Stich- oder Hiebwerkzeugen, die gegebenenfalls bei den Ausschreitungen am vergangenen Sonntag seitens der Täter eingesetzt worden sind.